Hallo. Ich bin der Jojo. Ich komme aus Österreich ursprünglich, wohne aber jetzt in Schweden, hier in einem fast typisch roten oder großteils roten Schwedenhäuschen. Und ich würde aber gern etwas mehr Zeit noch direkt in der Natur verbringen. Deswegen werde ich mir ein Zelt aufstellen im Wald. Und hier. Ich bräuchte doch neue Schuhe. Ich werde mir ein Zelt im Wald aufstellen, um mich dort zurückziehen zu können, so ein kleines Refugium im Walde. Und um das zu bewerkstelligen, braucht es erstmal einiges an Vorbereitung. Eine von diesen Vorbereitungen ist, dass ich mir eine Holzplattform bauen möchte, auf die ich das Zelt draufstellen kann. Die Sache ist nämlich die, an dem Ort, wo ich das Zelt hinstelle und an vielen anderen Orten in schwedischen Wäldern, gibt es kaum ebene Flächen, wo man ein größeres Zelt hinplatzieren könnte, ohne dass man über Steine sich legen müsste. Deswegen wird zuerst eine Plattform gebaut. Ich habe da schon Holz aus dem Baumarkt, die großen Stehe, aber ich habe auch hier einiges an altem Holz, das ich von Baustellen mitgenommen habe, die wir abgerissen haben. Das ist eine alte Terrasse hier zum Beispiel, die neue Bretter bekommen hat. Die alten sind jetzt ja für den Zweck auf jeden Fall ausreichend. Und zuerst werde ich noch hier, wo ich Strom habe, die ganzen Balken auf die richtige Länge zuschneiden und auch die Bretter, damit ich mir das mit der Hand erspare im Wald. Und dann der Balken ist 4,20 Meter lang. Das Zelt hat 4 Meter Durchmesser. Machen wir es 4,15. Dann haben wir genügend abgeschnitten auf den Seiten und dann haben wir schöne Enden. So machen wir das. Ursprünglich habe ich begonnen, im Bereich von Film- und Fernsehproduktion zu arbeiten. Aber seitdem ich in Schweden bin, habe ich auch den Handwerksberuf für mich entdeckt. Und so bin ich vom Schneiden von Filmen zum Schneiden von Holz gekommen. Ich finde es eine sehr gute Abwechslung zur Bildschirmarbeit. Viel an der frischen Luft und in der Sonne. Und die körperliche Müdigkeit ist einfach viel angenehmer als die Müdigkeit von einem Tag am Schreibtisch. So, das wären die Balken. Dann kommen jetzt die Bretter auf den Anhänger. So, willkommen am Ende der Straße. Von da geht es jetzt zu Fuß weiter. Und da muss das ganze Material jetzt hin. Was ganz gut ist, wenn man durchs hohe Gras wie da gehen muss und lange Hose anhat, dass man sich das da in die Socken reinsteckt. Ist gegen Zecken hilfreich. Sumpf neben dem Weg. Da ist eine Entenfamilie. Das dürfte die Mutter sein. Ich weiß nicht, ob ich noch näher hinkomme, ohne sie zu verschrecken. Aber an dem Sumpf auf der anderen Seite ist der Ort, wo ich das Zelt aufstelle. Also die werde ich, glaube ich, noch öfters dann sehen. Da. Eine Bachstelze. Hallo Bachstelze. Oh nein,
merke gerade, dass die Speicherkarte bald voll ist. Die andere ist im Auto. Okay, ich hole kurz die neue Speicherkarte. Sind sie verschwunden? Ja, sind sie weg. Aber es war ein kurzer Moment der ersten Tierbegegnung hier. Ich habe sie nochmal gefunden. Da verschwinden sie. Sind es 1, 2, 3, 4, 5, sie kommen näher. Ich zähle 5 kleine. So, jetzt war ich nochmal weg und habe ein Objektiv geholt. Ich bin ein bisschen unvorbereitet für so eine Situation. Wir können mal schauen. Wir schließen hier die Blende noch ein bisschen. Ah ja. So. Da hinten und wir zoomen mal weiter rein. Ja, das sehen wir schon. Ja. Da ist sie. Natürlich genau vor diesem Ast. Jetzt muss ich das Stativ noch ein bisschen höher stellen. Ansonsten wird das nichts. Ja, jetzt sehen wir sie schön mit einer Libelle. Schauen wir mal, wie lange es dauert, bis die Ente denkt, dass die Gefahr vorbei ist und die Kleinen raus dürfen. Da kommt eines. Wo schwimmst du hin? Auf diesen Ast da vorne. Wo kommen die anderen, die Geschwisterchen? Es ist immer so ein Geduldsspiel. Wir haben mehr Geduld, die Tiere. Oh, da kommt das nächste. Oder ich, wenn ich dran denke, dass ich heute noch die Plattform bauen wollte. Das muss man halt verschieben, einfach. Die Dachstelze. Lauberstelze. Das sind so unglaublich neugierige Tiere. Die sind absolut nicht scheu. Die kommen auch sehr ganz nah her. Da links, die hat sich gerade etwas gefangen. Ja, was hast du gegessen? Oh, eine Libelle. Die hat gerade eine Libelle aus der Luft sich geschnappt. Noch sitzt, verspeist sie sie. Oder bringt sie zu ihren Jungen. Wichtig ist auch immer, wenn die Natur etwas filmt, dass man auch genügend andere Aufnahmen dreht, die man dazwischen schneiden kann, so wie das hier zum Beispiel. So ein bisschen finster, noch ein bisschen heller machen. Das ist eine Distel. Die hier austreibt, glaube ich zumindest. Ah,
Was haben wir da? Eine Spinne. Sieht man, wo der Faden hingeht? Oh, da oben, da sieht man den Faden. Und da geht er weg. Bis darüber. Oh ja, das sieht man schön, wie da die Fäden hinterher sind. Vermutlich ist es ihr Plan, dass sie sich da dazwischen ein Nest baut. Faszinierend. Und da im Hintergrund ist wieder eine Bachstelze zugang. Wo finde ich sie? So wie es aussieht. Da hat sie sie und kämpft noch. So viel in einem Bild. Rechts die Bachstelze, links die Enten und vorne die Spinne auf der Distel. Naja, es war auf jeden Fall ein spannendes Erlebnis. Mal schauen, was man sonst noch alles hier antrifft an Tieren. Das Frühjahr hier in Schweden war bis jetzt sehr, sehr trocken. Da bei dem Sumpf sieht man es jetzt natürlich nicht so. Da ist alles ziemlich grün, aber sobald man ein bisschen weiter da den Hügel raufschaut, sieht man, dass die Bäume schon nicht mehr ganz so grün sind. Also es hat jetzt vielleicht die letzten, naja, vier, fünf Wochen eigentlich nicht geregnet. Und das macht schon einiges aus. Aber drum ist da am Sumpf im Schatten zumindest angenehm kühl. So, das hier ist der Platz für das Zelt. Und die Mücken sind auch schon da. Also die Idee ist, hier die Plattform hinzustellen, möglichst weit an den Baum dran. Dann ist es da ein bisschen höher. Kann man vorne eine kleine Stufe runter und blickt hier auf den wunderbaren Sumpf. Für heute haben allerdings die Enten erstmal Vorrang gehabt. Und bevor mit Sonnenuntergang auch die Mücken immer aktiver werden, ziehe ich lieber den Rückzug an. Das finde ich auch das Schöne an der Natur. Ich kann zwar meine eigenen Pläne haben, aber dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes und dann ist es gut, spontan zu sein und mich anpassen zu können und nicht den eigenen Kopf durchsetzen zu müssen. Von dem her war es das für heute erstmal. Das nächste Mal wird dann das Zelt aufgestellt. Dort im Wald, neben dem Sumpf, in Jojos Camp. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis nächste Woche.